Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was Schönes bekommen. So. Warte, da muss ich erstmal so machen, damit man die Adresse nicht sieht. So, hier ist der Rücksendeschein. Den müssen wir hier reinpacken wieder. So. Ich habe bekommen von einer PR-Firma, mit der ich zusammenarbeite. Ich habe ja schon den habe ich jetzt hier gerade nicht liegen, den Nacon, ich will mal Namcon sagen, Nacon-Controller im Xbox-Design habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt haben wir hier die größere Version, den Revolution. Da habe ich auch ganz viele Fragen bekommen dazu. Prinzip ist der Revolution die dritte Version, also die dritte Generation. Der hieß Ultimate, glaube ich. Ultimate 2 und dann kam Revolution. Die ersten Generationen, die sind alle kabelgebunden. Macht sich für mich schlecht, weil PlayStation-Fernseher hier, PC ist in einer anderen Ecke vom Raum. Der ist nicht kabelgebunden. Und der andere, den ich gezeigt habe, den Link werde ich euch in die Videobeschreibung packen, beziehungsweise in die Infokarte packen. Der ist auch nicht kabelgebunden. Den kann man wirklich richtig. Also ich war voreingenommen. Muss ich echt sagen, ich war voreingenommen von diesem Xbox-Design her. Aber er hat mich komplett überzeugt. Ich habe ein einziges Manko an der preisgünstigeren Variante. Und das sind die Thumbsticks. Also die zum Bewegen mit der Daumen. Die könnten ein Tick größer sein. Aber sonst. Absolut geiler Controller. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie der hier ist. Den werden wir jetzt mal auspacken, gucken, was da alles mit bei ist. Das ist ja, wie gesagt, der Revolution. Ja, ist auch offiziell von PlayStation lizenziert. Da oben ist das PlayStation-Zeichen, also Sony. So. Hier unten haben wir dann auch nochmal ein Wasserzeichen, dass es echt ist. Das müssen wir nur gucken. Der ist jetzt, bevor ich den auspacke, der ist jetzt schon mal ausgepackt worden. Also jetzt seht ihr, ist keine Folie drum. Der ist so mit Bluetooth, wird der angeschlossen, nicht mit dem Stick. Werdet ihr da gleich alles sehen. Das ist ein Pressemuster. Den kriegen verschiedene Firmen bzw. YouTuber. Können sich das angucken, testen. Wie gesagt, ich habe ja auch einen Zettel mit bei. Den habe ich jetzt für 3 Wochen in etwa. Und dann muss ich den leider wieder zurückschicken. Ich sage leider, weil der erste hat mich schon sehr überzeugt. Ich bin da jetzt leider etwas auch voreingenommen, weil ich vom ersten sehr überzeugt bin. Ich hoffe, hier sind die Sachen, was mir beim ersten halt nicht gefallen hat, behoben. Der kostet, ich hatte geguckt, 153 Euro waren das, glaube ich. Hier haben wir dann noch Aufkleber mit bei. Dann haben wir hier das Case. Und da ist schon leer. So. Nehmen wir die Aufkleber beiseite. Hier in dem Case steht dann so reingepresst Nacon. Das ist schwarz mit einem blau hinterlegten Reißverschluss. Ich denke mal, bei Xbox wird es grün sein. Dann machen wir den mal auf. So. Hier haben wir dann halt ein Tuch, Revolution. Aber gucken wir uns erstmal, bevor wir zum richtigen Controller kommen, gucken wir uns erstmal die Kabelei an, was hier oben drin ist. Wir haben hier einen USB-C-Kabel. Der scheint auch ziemlich lang zu sein. Also da solltet ihr keine Probleme haben. Den machen wir mal wieder oben rein. Also vom Ansehen ist der mindestens 5 Meter. So, dann haben wir hier ein Putztuch mit bei, wo Revolution draufsteht. Den packen wir mal zusammen. So, und dann haben wir jetzt hier den Revolution Controller. Der hat halt keine Lichtbar hier oben. So, dann haben wir hier, hier ist wie beim ersten Modell ein Stick mit bei. Ich habe gedacht, der geht vielleicht ohne. Nein, er auch wieder ein Stick. Den macht man dann hier ab. Ja, da. Und so. Und dann kann man den auch so anknicken. Viele haben gefragt, warum ich den Stick jetzt vorne so drin habe und nicht hinten gemacht habe an die PlayStation 4 Pro. Hinten habe ich meine Festplatte dran. Deswegen habe ich den vorne dran. Und viele haben auch gefragt, wenn meiner jetzt nicht
sich nicht connected damit. Was mache ich, dass der sich connected? Den USB-Stick einfach nochmal raus aus der PlayStation, wieder rein. Also manchmal leuchtet das Licht nicht, wenn man zu lange nicht benutzt hat. Ja? Dann einfach rausziehen, wieder reinziehen, dann leuchtet das hier, dann drückt er am Controller die Taste und dann verbinden die sich. Also am Controller, dass er halt an ist. So, dann haben wir hier. Wartet. Hoppala, shit. Muss ich mal gucken, dass ich hier nicht alle durcheinander mache. Ach, Gewichte sind hier drin. 14 Gramm. 14 Gramm. 10 Gramm. Und was haben wir hier? Nochmal 10 Gramm. Und der Vorbesitzer hat die Gewichte hier schon reingemacht. Also wir haben hier 14 Gramm, 10 Gramm, 10 Gramm. Ich mache mal die so ein bisschen optisch zusammen, dass man die vielleicht ein bisschen besser den Unterschied sehen kann. So. Zeige ich euch das mal so. Und zwei Gewichte sind halt raus. Da müssen wir mal gucken, welche das sind. Dann haben wir hier, seht ihr das? Das sind Zwischenstücke. Ich nehme die mal raus, dass ihr das so ein bisschen besser sehen könnt. Na. So. Das sind Zwischenstücke in verschiedenen Dicken. Ja, sieht man das? Die sind hier auch schön drauf in der Mitte. Und hier auch, dass man den Abstand der Analog-Sticks ein bisschen anpassen kann. Das werden wir uns dann auch alles angucken im Hardware-Video. Na. Na, haltet mal. Ich nehme einfach alles raus. So, dann seht ihr die ganze Schachtel. Dann kann ich euch das zeigen. Hier sind dann solche Wichte, die kommen halt in den Controller rein. So, 14. Machen wir nach hinten. Ich denke mal, da wird ein 12er Gewicht drin sein oder ein, naja, das ist die logische 10, 12, 14, denke ich mal. Da werden wir uns dann mal davon überzeugen. So. Hoppala. So. Und das sind dann halt noch Kappen für die Analogsticks. Die sehen aber auch trotzdem wieder ziemlich klein aus. Ich bin mal gespannt. Hier auch gewölbte sind das. Jetzt sind gerade drinne nicht gewölbte. Ja. Ordentlich verpacken. Und hier seht ihr das, die Abstände, die kann man dann beeinflussen. Oh, der hat aber viele Knöpfe, da muss ich mir erstmal durchlesen, was die hier alles können. Aber der liegt, Leute, der liegt ja geil in der Hand. Der liegt richtig geil in der Hand. Das Steuerkreuz verwundert mich ein bisschen. Ich habe einen gesehen, da war das Steuerkreuz ein Stück größer und mehr wie so ein rundet. Und hier haben wir halt schon groß für den Daumen, aber halt noch die Ecken. Und das, was ich gesehen hatte, war mehr größer. Die Tasten sind schwarz, aber halt mit den passenden Knöpfen beschrieben. Haben aber alle einen ordentlichen Druckpunkt. So an sich ganz gut. Macht einen sehr schönen Eindruck. So, und wenn wir das jetzt hier hinten aufmachen, wir können das einfach so aufschieben. Eigentlich wollte ich das im Unboxing gar nicht zeigen, aber naja. Was haben wir jetzt hier drin? 16 Kilo haben wir hier drin. Nee, 16 Kilo, 16 Gramm oder so. Also das ist dann halt so ein komplettes Gewicht. Ich werde die 16 drin lassen. Die 16 haben einen sehr angenehmen Tragekomfort, muss ich sagen. So. Ach, scheiße, was?
Scheiße, machen wir nicht nur Unboxing, machen wir komplett gleich. Wenn ich hier schon alles gezeigt habe. Ich kann euch mal zeigen, oh, das ist hier wieder so. Ich kann euch mal zeigen, was mir bei dem Vorgängermodell, also bei praktisch bei der preisgünstigeren Variante, schon sehr gefallen hat. Guckt euch mal die Schultertasten an. Seht ihr das? Und jetzt zeige ich euch die Seite, die hinten. So, seht ihr das? Die sind so schräg weg. Und die gehen halt, so könnt ihr das vielleicht auch besser sehen, die gehen wirklich so rum. Die haben, also wenn man den so, auch den anderen, wenn man den so in der Hand hat, hat der wirklich ein extrem geiles Haptik, hat eine 1, 2, 3, eine extrem geile Haptik hat er. Das ist hier genauso. Hier haben sie jetzt noch verbessert, beim anderen ging es auch nach hinten weg. Hier ist es noch ein bisschen mehr, also dass man ein bisschen besser vor Abrutschen geschützt ist. Das finde ich sehr geil. Die Analog-Sticks sind meines Erachtens nach ein Ticken größer, aber trotzdem könnten sie noch ein Stück größer sein. Also die hier, ne? Der und der hier oben. Weil wenn du denn dicke Daumen hast, du bist zwar drinne, aber ich würde es mir echt noch ein Tick größer wünschen. Aber das ist wirklich Kritik auf ganz hohem Niveau, muss ich echt sagen. So, hier haben wir auch eine PlayStation-Taste wieder. Ich mach mal... Achso, der ist leer, schade. Den werde ich nachher gleich mal laden. Kann ich euch das leider nicht zeigen, dass der leuchtet. Schade, doch kann ich. Doch kann ich. Doch, 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 doch. Ich habe doch meinen externen Akku hier. Kann ich euch doch zeigen. So. So, jetzt kann ich euch das zeigen. Jetzt so sieht das aus. Der lädt jetzt gerade. Da ist gelb hier unten, weil er lädt. Also vielleicht, weil er gerade nicht mit dem zusammenfunken kann, mit dem USB-Stick, also mit dem Bluetooth-Stick. Die Haptik ist echt geil. Gut. Den werden wir nachher dann noch weiter laden. Also wie gesagt, jetzt geht er nicht an. Egal, ob ich lange drücke oder kurz drücke. Ah, jetzt. Hinten war noch ein Ausschalter. So, der leuchtet jetzt, sieht man das vielleicht, dass er so ein bisschen lila leuchtet. Und hier ist halt die LED da unten, die sieht jetzt ein bisschen weißlich aus, die ist aber blau. Und oben sehen wir, welchen Controller wir sind. Ja, wie gesagt, ist lila. Die Farben von dem PlayStation Controller sind ja nach den Tasten belegt. Also Controller 1 ist blau wie X, Controller 2 ist rot wie Kreis, wartet, genau. Controller 3 ist lila wie Viereck und Controller 4 ist grün wie Dreieck, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. So. Aber das können wir alles erst testen, wenn es dann soweit ist. So, jetzt machen wir den mal aus. Jetzt ist er aus.
Und den werde ich dann jetzt auch demnächst testen. Also wie gesagt, die Haptik ist echt geil und wir können hier oben, wartet mal, muss ich mal gucken, wie das war. Irgendwie kann man das aufschrauben. Eine Anleitung ist leider nicht mit bei oder ist hinten drin, ich weiß es nicht. Da muss ich erstmal gucken, wie man das macht, dass man das hier abgeschraubt kriegt. Oder ob man das einfach nur, ach, man muss das nur abziehen. Die sind magnetisch. Und dann habt ihr praktisch diese. Und die könnt ihr dann hier rauf machen. So. Und damit halt kürzen. Also ihr könnt halt auch kleinere nehmen. Aber das werden wir alles dann noch nach und nach testen. Wie gesagt, ich habe den ja heute jetzt erst bekommen. Montag zocke ich erst wieder. Da kann ich den dann benutzen. Und da werde ich mich dann ein bisschen mit dem auseinandersetzen. Das ist ja jetzt erstmal nur so ein Vorab-Video, dass er halt da ist. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen war, Träumchen. Ich werde, bevor ich ihn zurückschicke, werde ich nochmal ein Fazit-Video machen und dann meine Pro, Kontras und so zum Besten geben. Aber erstmal muss er getestet werden. Ich bin schon recht gespannt darauf. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.